Wir haben ein neues Zuhause gefunden. Jedenfalls scheint es so. Die Frage ist nur, wie lange können wir hier verweilen? Und unser Bruder ist auch hier. Hey, Tommy! Und wir inspizieren mal die Anlage, denn wir sind hier in einem Wasserwerk. Und sie wollen das Ganze wieder zum Laufen bringen. Ich komme gleich. Aber ich klaue dir hier noch die Sachen. Denn die sind sehr nützlich. Vor allem Munition. So, dann warte mal auf mich, Tommy. Und zeig mir doch das Ganze. Sie haben anscheinend immer Probleme mit den Turbinen. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Na, wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Und vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Oh, ein Hund. Kleiner? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Ja, braver Hund. Aber er ist wie ein Freund. Ja, so sieht er auch aus. Ein guter Kumpel. Gut, dann wollen wir mal sehen. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Hey, Kumpels. Ich glaube, es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht? Ich habe nichts gesagt. Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Ahnung. Rauchbomben verbessert. Rauchhandbuch Band 1. Längere Zeitdauer von Rauchwänden. Chemie. Bei korrekter Konstruktion kann die Zeitdauer von Rauchwänden, die zur Deckung genutzt werden, erhöht werden. Wir haben ja noch nicht so viel benutzt. Aber okay. Oh. Neue Waffe, El Diablo! Das klingt doch geil! Okay, was so, mal sehen. Ah, jetzt will ich doch das hier machen, das ist gut. Sehr schön. Was könnten wir noch machen? Schussfolge. Rückstoßstreuung. Ah, nehm mal die Schussfolge. Ich mache ja die Shorty. Finde ich gut. Und die Streuung, obwohl, nee, komm. Hier vielleicht noch was. Könnten auch mal den Bogen vielleicht. Und hier mal das Nachladetempo. Das wird uns helfen. Oh ja. Jetzt können wir hier zwei Pistolen. Das ist alles sehr nützlich. Hier wechsle ich mal gegen den Bogen aus. So. Sieht schon viel besser aus, das Ganze. Vorsicht! Die haben hier echte Techniker am Werk. Cool. Okay, das ist gut. Absenken. Langsam. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Nur noch einen Moment. Okay, und das war's. Fertig? Mach schon, drück drauf! Es geht los! Mal sehen, funktioniert's? Hey, Strom! Schau ich das mal an! Nice! Gut gemacht, Jungs! Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln! Da siehst du? Ganz schön beeindruckend! Du schuldest ihnen 2 Millionen! Okay, Joel. Reden wir. Ja, das wäre jetzt eine gute Idee. Aber ihr habt die echt was auf die Beine gestellt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich nehme mal den Ziegelstein mit. Nicht schlecht, Jungs. Noch verschweißen und dann ist das alles in Butter hier. Und ihr habt Strom. Respekt.
Ich will das Schwert noch nicht austauschen. Aber Munition nehme ich gerne noch mit. Und auch das nehme ich gerne mit. Und einen Firefly-Anhänger. Wieder mal. Ryan Oliver. Was? Wie heißt der? Oliver Reed? Oder Oliverio? Nö, das ist ein D, oder? Oliver Reed? 000194. Komischer Name. Oder vielleicht gar nicht so komisch, nur habe ich ihn komisch ausgesprochen. Kann ja auch sein. Gut, gehen wir zu Tommy. Habe ich noch was glänzen gesehen? Was ist es denn? Ah, auch ein Ziegelstein. Na gut, oder ein Backstein. Der Helm sieht ein bisschen groß aus irgendwie. Gut, reden wir mal. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ah, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja. Habe in der Zwischenzeit nichts anderes getan. Mist, Räuber! Haltet sie auf! Lasst sie nicht ins Gebäude! Oh Mann, jetzt kommen die auch noch hier. Jetzt haben wir jetzt so ein Zielfernrohr. Au! Aber nur einen Schuss immer, das ist natürlich doof. Aber es hilft natürlich ein bisschen. Aber der hat extrem lange auch so zu abladen. Nicht so gut. Getroffen. Verdammte Mistkerle, wo kommen die denn jetzt her? Warte mal, das übernehme ich. Bam! Ach, da so treffe ich ihn nicht. Zeig dich mal. Ah, das geht so nicht. Du Arsch, könntest dich auch richtig zeigen. Muss ich extra zu dir kommen. Wo ist er denn? Heilige Scheiße. Ab hier. Bam! Au! Schnell heilen. Lass du drauf, hey, Kumpel! Nein, Mist! Schneller, schneller, Joel! Das überleben wir nicht. Das sind zu viele hier. Ich glaube, da ist noch einer, oder? Nein! Achso, das ist Tommy.
Wow, abhauen, Joel. Und schnell heilen. Boah, knapp überlebt. Nein, nicht nachladen. Dann nehme ich Shorty oder was weiß ich. So geht's auch. Könnt ihr etwas Scheiße, jetzt muss ich mich schon wieder heilen. Da sind sie. Los, schnell zur Brücke. Räuber, sie kommen ins Gebäude. Kommt ihr irgendwie raus? Nein, keine Chance. Wir kommen. Sie sind hier, Ellie, versteck dich. Wo ist denn Ellie? Verdammt. Noch eine Karte. Schaltpläne des Kraftwerks. Okay, Ellie, wo das bist du denn? Sieht ziemlich kompliziert aus. Wo geht's jetzt hin? Wo geht's jetzt hin? Oh, eine Axt, geil. Ich will die Axt. Jetzt wird gemordet hier. Ist vielleicht nicht so toll. Au! Schnappt ihn! Das, was ihr könnt, kann ich schon lange. Oder auch nicht, ich treff nicht. Gut, ihr seid besser als ich. Ich geb's zu. So, das hast du davon. Oh. Ach, der da hinten lebt auch noch. Jetzt glaube ich nicht mehr. Ach doch! Verdammt, die sind alle voll gut, ey. Ihr habt gerade voll die Probleme hier. Nein, nicht nachladen. Na, geht doch. Ah, wie viele kommen denn da? Nimm das! Ah, zu wenig weit. Jetzt aber! Was? Oh, es hat nur einen getroffen? Das gibt's doch nicht. Okay, hier gibt's auch noch was Hübsches. So geht das! Gefällt mir schon viel besser. Leider können wir hier nichts machen. Mensch, warum kommen denn die immer, wenn wir hier sind? Irgendwie folgt uns das Unglück. Das sind die Guten. Wo geht's hin? Wo geht's hin? Wo geht's hin? Den Frauen? Ich bin schon ja, da. Wo? Ach so, da. Ich komme, ich komme. Ja, ich bin ja da. Ich bin doch dabei. Ich würde gar nichts bezahlen. Du wirst bezahlt. Voll. Da haben wir sowieso schon alles mitgehen lassen, was wir konnten. Dann mal runter da. Renn, Joel. Hoffentlich geht's Ellie gut. Es darf jetzt einfach nicht sein, dass es Ellie nicht gut geht. Nein. Oh. Kommen die denn her? Wo sind die? Wo haben die geschossen? Hier vorne? Check ich nicht. Wo schießen die denn? Ach, hier. Ha! Boah, die Axt ist krass. Oh, du Arsch. Du Vollarsch. Oh Mann, das war knapp. Nein! Nein, mach mal hinne. So! Lebt der noch? Tommy? Maria! Alles okay! Die Kleine ist hier! Na gut. Das war verdammt knapp. Es war mehr als knapp. Bist du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel! Oh Mann! Sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg! Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu! Hey, hey, bist du verletzt? Nein! Gott verdammt!
Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, du solltest mitgehen, Joel. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt. Oh. Wo lang? Komm mit. Ah, toll. Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf den anderen da aufzuräumen. Okay. Sei vorsichtig. Ja, ruhig. Ja. Da. Cool, jetzt können wir sogar reiten, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Tja, da blüht uns ein schöner Ausritt und Ellie ist einfach abgehauen. Die hat wahrscheinlich was geahnt und ich weiß auch nicht, was sie jetzt genau vorhat. Wir werden es sehen. Bis dann.